Ja, auf jeden Fall, war eine coole Sache, dass wir das jetzt so hingekriegt haben. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tauschspiel. Ich habe eine Verpackung. Tatsache! Ich hab's gemacht. Das schöne, schöne Diddy Kong Racing Only von Nintendo 64. Das kann man auch mal zeigen, das sieht man auch so selten. Beim nächsten Mal gibt's dann vielleicht auch mal Banjo dann. Oder ein anderes Spiel, muss auch mal rare sein. Sehen wir dann auf jeden Fall. Ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Auf die netten neuen Follower und Spenden, vielen, vielen Dank. Ich würde dann jetzt auch abgeben an den Cracky. Dann lässt der den Retro-Abend. Jawohl. Bist du soweit? Ich bin soweit. Oh, warte mal, ja, habe ich ja hier zugemacht. Ha, du bist soweit. Alles klar. Gut, dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und jetzt viel Spaß. Danke, Bersi! Und ich bin raus. Und schön. So, offline ist er jetzt. Noch ist nichts da. Na, es geht los. Jupp. So.
Welch eine unglaubliche Musik. Guten Abend, ihr lieben Zuseher da draußen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bis hierhin mit dem goldigen Berzi und seiner allerersten Live-N64-Action. Technische Innovationen und waghalsige Experimente haben es möglich gemacht. LP mit der Flee, ich schicke dir nochmal den Strawpoll-Link hier, bitteschön. Wir haben 39 Zuseher laut meinem App-Gedönsrad hier. Das ist ja sagenhaft. Finde ich sehr, sehr cool. Da können wir ja richtig noch was starten. Am Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Meine Brille ist schmutzig. Muss mal putzen. Derweil habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, eventuell irgendwas an diesem Vote-Ergebnis zu beeinflussen. Aber ich glaube nicht, dass sich da was gravierend ändern wird, habe ich auch natürlich mit gerechnet. Bin ja so ehrlich. Aber ihr hättet natürlich die Wahl gehabt. Ich habe Bock, Elite Force weiter zu zocken. Ich habe Bock, Undying weiter zu zocken. Ich habe aber auch Bock, dieses mystisch-fantastische Spiel mal euch näher zu bringen. Und ja, schauen wir mal. Hilfe. Hallo, Mikrofon. Oh, so. Ja. Des Weiteren haben wir hier unser Ravioli-Logo und da den tollen Donation-Balken. Und der ist schon wieder gewachsen. Dafür möchte ich mich auch wieder recht herzlich bedanken. Ich glaube, es war der Kieler. Wir hatten gestern einen Voice-Chat im TS während der Live-Show mit dem Mattis und dem H-Fox. Und ja, Dankeschön. Wir kommen dem Ziel immer näher. Dieser Streaming-PC, der dann hoffentlich entsteht, der könnte riesige Aufgaben vor sich haben. Wir planen im Moment etwas. Also alle Leute, die nicht zur Gamescom kommen können, wollen, die sind gut darin beraten, zu Hause zu bleiben. Wir planen da was ganz Großes für euch. Das wollte ich schon mal angeteasert haben. Und ich hole mir jetzt auch wieder unsere TeamSpeak-Crowd einfach mal dazu. Mach die Musik aus. Guten Abend, TeamSpeak-Crowd. Mit dabei der Berzi, der Rip und der Eruka. Wobei der Berzi vielleicht essenstechnisch unterwegs ist. Wer weiß das schon zusammen. Ich bin noch hier. Ich habe erstmal alles technisch vorbereitet. Technisch vorbereitet. Ja, fantastisch. Die Stulle liegt bereits. Die Stulle. Stulle incoming. So, ich hab euch jetzt nochmal lauter gemacht. RBC Live schmeißt der Maki in die Runde. Das wäre ja mal der absolute Wahnsinn. Gut, dass ich nicht vorhabe, 700 Kilometer zu fahren. Den Zusammenbau des Streaming-PCs möchte ich aktuell, wenn wir das denn hinkriegen, tatsächlich als klassisches Video machen. Würde ich das gerne. Aber mal sehen. Dark Vampire. Moinsen, Waldi. Grüß dich. Was mache ich denn jetzt hier mit meinem TeamSpeak? Brauche ich das eigentlich? Ich glaube nicht. So. Wie weit ist das aus Hessen? Nach Köln? Weiß ich nicht. Aber man muss ja nicht zur Gamescom fahren. Kann ja zur Ravicon kommen. Auf seinem Sitz. Wo ihr gerade auch sitzt. Zu Fuß weit, schreibt der Eruka. Ja, das ist mehr ein Spezialist. So, wir schauen nochmal wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick auf den Strawpoll. Wir wollen auch keine Zeit verlieren. 33 Votes wurden abgegeben. Und das mystisch-fantastische Spiel liegt mit 21 Votes vorne. So, wir holen mal Ton dazu. Und dann kann die Raterunde beginnen. Mal gespannt, ob es jetzt schon bei einem klingelt. Es hört sich auf jeden Fall gewaltig an. So. Brauche ich meine Maus da. Dann
werfen wir einfach mal einen Blick auf dieses Menü. Fion! 20 Euro. Die Spannung ist ja nicht auszuhalten. Vielen Dank. Dankeschön. Hammer. Mach Video und Livestream zugleich. Ja. Ja. Ja, wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Ja. Danke für den Hinweis. Irgendwas mit Regen. Ja. Schauen wir uns das Menü an. Das verrät nämlich auch noch nicht den Game-Titel. Da wird sicherlich bei dem einen oder anderen Klick machen. Schwupps. Das ist unser Spiel. Das ist es. Unser Spiel. Können wir die Steuerung einstellen, obwohl... Also gut, ich ändere das jetzt einmal hier. Ich weiß es richtig. Du weißt es, es hat Klick gemacht. Wenn man das sieht, ja. Dann weiß man. Und was hältst du da? Was hältst du von diesem Spiel? Ja, ich habe selber nie durchgespielt, sagen wir es mal so. Ja, okay. Aber es ist trotzdem cool. Okay. Hallo Jens Kling, grüß dich. Liegt da Alone in the Dark im Laufwerk? Leider nicht. Ich bin mit dem Genre bisher bisweilen nicht sonderlich abwechslungsreich gewesen. Und habe gerade auch den Titel ergänzt. Das ist nämlich The Wheel of Time. Das Rad der Zeit. Retroscorp hat es auch hier geschrieben. Ich kann euch einmal kurz eine der beiden Discs zeigen. Weil anders als Undying kommt das Spiel nämlich auf zwei Discs daher. Weil es mit ein paar Videos gefüttert ist. Das ist voll die Graphical Novel. Hier, yeah. The Wheel of Time. Immer schön die Monster. Ja, published von GT Interactive, entwickelt von Legend. Das arme Studio, das Unreal 2 machen durfte. Und damit böse gescheitert ist. Namens Ninja LP. So, das ist auch wieder Unreal Engine. Drum, volle 3DFX-Power voraus. Und jetzt gucke ich erstmal, dass ich mir hier die Steuerung konfiguriere. Oh, nächster Fächer, vorheriger Fächer. Ja. Das brauchen wir. Wo machen wir das denn? Interessanten Multiplayer gehabt. Ja. Ach, das ist nochmal Nexus-Mod oder so. Zitadell. Zitadell, genau. Mausblick, Blick auf, Blick runter. Leider bis heute wenig Anklang gefunden. Ja, auch weil... So mit dem Verfallen-Genre. Weil irgendwie... Wer weiß, Box Must Die vielleicht hat davon gelernt, wer weiß. Ja, das hat bei unseren lieben Hessen hat es irgendwie nicht geholfen. Crosshair auswählen ist natürlich geil. So, wir nehmen mal einen etwas größeren Punkt. Das Wippen minimiere ich mal ein bisschen, also den Bob. Ich möchte ihn nicht ganz abschalten, das sieht sonst so merkwürdig aus. Auch wenn es natürlich zum Zocken eigentlich am besten ist. So. Okay. Hardware 1024. Alles auf Volldampf. Dann hüpfen wir mal in das Spiel. Wollen wir das Tutorial machen? Nein. Wir brauchen kein Tutorial. Wir hüpfen gleich rein. Und wir sehen unten Bezeichnungen. Namens Maurice, Namens Minecrafter. Vermutlich so Filmchen wie Roundabout. Nicht so ganz. Witkonga, Alan, Mandragoran, Luciferin, Telamon. Okay, ich nehme mal Mittel, ich probiere es mal. Ich glaube, ich war damals Pussy und habe immer nur einfach gespielt. Mit dem Gold von Tavalon konnte ich einen Matrosen überreden, mich den Fluss Maneterendrell hinunterzufahren. Aber als wir uns Shadalogut näherten, wurde er zunehmend nervöser. Schließlich ließ er mich mit den Worten aussteigen, er sei der verfluchten Stadt noch nie so nahe gekommen. Der Mörder war bereits hier. Er und seine Trollocks... Wartet einen Moment. Wir gucken uns das Intro vorher an. Es tut mir leid. Sorry. Darf ich das jetzt nicht? Jetzt bin ich wieder raus. Ich wollte eigentlich euch das Intro zeigen. Mystisch. Mystisch war Undying. Magisch war Wheel of Time.
Wann spielen wir mal wieder Splatoon? Ich denke spätestens, wenn der richtige Matchmaking-Patch da ist, werden wir dort auf die Idee kommen, auch mal wieder Splatoon zu zocken. Warum kann ich das Intro nicht abspielen? Kann nicht sein, oder? Haben sie es kaputt gepatcht? Was ist das für ein Käse? Ich habe das Spiel gerade gepatcht, ja. Ich habe gerade extra eine Patch-Version installiert. Und da komme ich jetzt nicht drauf klar. Müssen wir uns das Intro jetzt hier im QuickTime angucken? Im QuickTime-Player? Weil das funktioniert doch, oder nicht? The Wheel of Time turns and ages come and go. Das kann doch nicht sein, oder? WTF im Betreff. Dann müssen wir die Movies auf die Platte kopieren. Wartet mal. Ich kopiere die mal rüber. Weil ich mich jetzt auch nicht entsinnen kann, dass es auf Englisch war, das Intro. 9 Minuten haben wir Zeit. Habe ich keinen DMA-Modus aktiviert? Ärgerlich. Aber ohne Intro ist schon ein bisschen doof. Weil man zumindest diesen anfänglichen Story-Twist schon mitbekommen sollte, damit man ungefähr eine Ahnung hat, was denn da gleich passieren wird. Das Rad der Zeit ist ja auch eine Bücherserie. Ich bin kein Lesemensch. Aber weiß so viel, dass es halt auch eine recht beliebte Fantasy-Buchreihe ist. Und ja, dort hat schon ein paar Bände. Ja, ein paar Bände, ne? Ein paar dicke Bände. Und ja, es geht da halt um den üblichen Konflikt Gut und Böse. Und es gibt einen Orden, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, der sich dazu verschrieben hat, wichtige Artefakte, die das Gleichgewicht wahren, es kann sein, dass ich jetzt falsche Sachen erzähle, zu beschützen, zu wahren, solche Siegel. Und wir sind eine dieser Ordensschwestern, das sind alles im Prinzip Zauberinnen. Wir haben aber eine Besonderheit. Wir sind nämlich zu dumm zum Zaubern. Wir können nur mit Hilfe von wie nennen die sich? Mit Hilfe von ich komme gerade nicht drauf. Wir brauchen halt im Prinzip Gegenstände, um zaubern zu können. Also wir brauchen so einen Katalysator. Da gibt es eine spezielle Bezeichnung für. Das sind dann im Prinzip die Waffen, die man einsammelt und Munition. Ja, alle anderen können dann da voll abgehen. Wir selber sind so ein bisschen derp. Aber dann kann man halt zaubern und ballern und weiß der Geier was. Ist die Disc so schmutzig oder tut sie nur so? Das kann nicht sein, dass es hier 8 Minuten dauert. Das sind 570 MB. Das macht im Prinzip die Disc aus. Ich verstehe schon. Ja, parallel einfach mal ganz dreist starten und gucken, ob es funktioniert. Multitasking, Baby. Es explodiert gleich alles. Ich muss diesen Rechner übrigens immer massiv dazu bewegen, dass er mir überhaupt bootet. Das ist ganz faszinierend. Der macht mir nicht bei jedem Starten ein Bild. Vielleicht liegt es ja doch an der unknown CPU. Man weiß es nicht so genau. Oh Gott, die Zeit explodiert. 54 Minuten. Geilo. Ich glaube, der versucht jetzt gleichzeitig nochmal die Disk-Abfrage zu machen, bevor er das Spiel startet. Spirit Reader hat einiges verpasst. Du hast eine Menge verpasst. Ich weiß nicht, wann du weg warst. Aber du hast natürlich eine Menge verpasst. Du hast verpasst, dass ich keine Intro-Videos wiedergeben kann, was ziemlich dämlich ist. Und es funktioniert immer noch nicht. Credits funktionieren. Intro abspielen funktioniert nicht. Dann lassen wir die Kopiererei hier. Dann gucken wir uns einmal das Intro. Im QuickTime Player an. The Wheel of Time turns and ages come and go, leaving memories that become legend.
legend fades to myth. And even myth is long forgotten when the age that gave it birth comes again. In one such age, long past, the age of legends, mankind enjoyed a time of prosperity. Certain people, called Aes Sedai, were born with the ability to sense and channel the One Power. This was the energy at the center of the universe, the driving force of creation. Drawing on the One Power, the Aes Sedai could accomplish anything. They controlled the weather, healed the sick, and gained virtual immortality. With mastery came arrogance. One woman used her power to bore a hole into a place existing outside time and creation. This released a dark presence into the world. Although it took the name Shaitan, it became known by many others. Father of lies, Soul's Bane, almost commonly, the Dark One. Many flocked to the Dark One's banner, including 13 of the most powerful Aes Sedai, known later as the Forsaken. Their army was filled with twisted creatures created by the Dark One out of nightmare. Trollocs and their horrific masters, the Murdral. The War of the Shadow had begun. A man called the Dragon led an assault against Sheol Ghul, the location of the boar, and he succeeded in forcing the Dark One back through the breach. He closed it off, trapping the Dark One and the 13 Forsaken on the other side. The Dragon created a collection of palm-sized stone seals to contain the power that kept the prison closed. These seals the Dragon entrusted to the remaining Aes Sedai. For years, the Aes Sedai kept the seals safe in the White Tower. But the Dark One had his revenge. Moments before his banishment, in a final blow against the Dragon, he tainted the male aspect of the One Power. The taint drove every man who could channel it insane. And uncontrolled, these madmen rent the very earth with their power. This time became known as the Breaking of the World. The women of the Aes Sedai rallied and eventually destroyed the male channelers. But many of the seals were lost in the chaos. Only two remained within the White Tower. To this day, the Aes Sedai search for the missing seals. But unknown to them, others search as well. What was, what will be, and what is, may yet fall under the shadow. Ja, Quicktime-Player, der beste, wo gibt. Moinsen, Monty! Also, Mission 0. Another age, called the third age by some, an age yet to come, an age long past. Es kein Vollbild gibt bei diesem Player, das ist der Hammer. Sorry, so. A wind rises in the Dragon Mount. The wind is not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of the Wheel of Time. But it is a beginning. The wind dives down through the streets of Tar Valon, the city surrounding the White Tower. Shutters slam closed in its wake. People hug their cloaks and race inside their homes. Without knowing why, they sense that the wind brings a chill. It has nothing to do with the weather. Elena Sedai, the keeper of the Chronicles of the White Tower, the right hand of the Amalan Seat, is touched by the wind. She shivers. Elena is Aes Sedai, but she can't channel the One Power more than a trickle. Because of this, some wonder if her friendship with the Amalan isn't the only reason for her position. But few can question her mastery of the Tower's collection of Tyr Angreal, artifacts from the Age of Legends that can perform wondrous tasks with the One Power,
without requiring the user to channel. Elena is of the Brown Aja, one of seven different factions in the tower. While some dedicate themselves to finding and eliminating men that can channel, like the Red, or championing worthy causes, like the Blue, the Brown Aja is dedicated to the gathering and preservation of knowledge. It's no wonder that Elena finds herself working das sind wir. Into the night. Und eigentlich sind die Videos in Deutsch. Aber wahrscheinlich nur, wenn man die aus dem Spiel heraus wiedergibt. What is that? A report from the expedition of Brown Aja sisters that I sent to the borderlands. And? It's not good news. They used the maps I discovered, but haven't found anything resembling a cache of Tirangrial or one of the Quendalar seals. Even worse, they've had some trouble with the local White Cloaks. Apparently, the garrison leader hates Aes Sedai. White Cloaks? That's a nickname for the army known as the Children of the Light, because of their white cloaks. They're fanatics. They claim they're battling the Dark One, but most of the time, they just terrorize the public. I don't like their tactics. Can you answer the door, Kieran? You're the witch who can't channel, right? Where are the seals? Where are the seals? They've got to be here somewhere. This has to be it. I've been played for a fool. The seals aren't here at all. We all grieve for the loss of Kieran Sedai, my child. I know she was your friend, but she was just one of 14 sisters murdered this night. You are the only surviving witness. Witness to what? Who was that man? Why was he demanding the seals? I thought it was public knowledge that only the Amarlin knows where they are hidden. Public knowledge inside of the tower. I believe that this was his first visit. But how did he get in? How'd he get to my room? Ah, yes. Despite the casualties, I doubt that he could have made it to your chambers without assistance. Assistance? Black Aja. I have no proof, so I want to hear none of this from you outside of this room. But I have suspected for some time that a few of our sisters have allied with the Dark One. Who? I cannot say. Not yet. Why are you telling me? I was the only one left alive. Wouldn't that implicate me? You're not Black Aja, child. I'd stake my life on it. In fact, I already have. This man was here to take our seals, although I can't guess why. But he didn't even come close to success. Either his attempt was poorly planned, or there's something here that we don't understand. Regardless, he did manage to murder our sisters and steal your store of Tirangrial. And the whole tower knows about it. That reminds me. There was a panel hidden in the wall of my chamber that I'd never come across. It held an unfamiliar Tirangrial. Yes, I know. I put that panel in your wall back when it was my chamber. The artifact inside was very important. This is what we need to discuss. The sitters of the hall are understandably furious. Right now, they are scattering our home guard into the countryside to search for the assassin. Which they do against my wishes. Don't mistake me, child. I'm just as angry as the others. But I hesitate to leave the White Tower with a skeleton force to go look for a needle in a haystack. And this man carries my artifact. If he is discovered by someone not true to the tower... I understand. What do you want from me?
Huntem! I believe this is yours. It's a report found on your desk. Given the handprint, the man has obviously read it. The report claims that a seal might be located in the borderlands to the west. I thought that after his failure here, he might try again there. It was a flimsy lead, but I had nothing else. My eyes and ears along that path have confirmed that he is indeed heading southwest. They also tell me that he has surrounded himself with a regiment of Trollocs. This slows him down, and will make it difficult to cross the Manetherendril River, since he can't travel through Whitebridge. If you hurry, you should be able to overtake him in the woods outside of Shadar Logoth. Try to catch him before he reaches the city. You certainly don't want to be chasing after him inside of that cursed place. Me? How am I supposed to handle an assassin and a regiment of Trollocs? I can't channel the One Power more than a trickle. Even he knew that. I can't trust anyone else. You've been studying our Tirang Real for years. No one is more proficient in their use. These artifacts can make you as powerful as any other sister, if not more. Take whatever we have left. Be careful, though. He's obviously been trained to use Tirang Real himself. Also, watch for any of our forces tracking the assassin. They may get lucky, and you must reach him before they do. Find this man and bring back what he has stolen. More than you know depends on it. So. Der Viper hat einen Link hier gepostet, einen Text gepostet. Wir müssen in die Wheel of Time Ini, dass die nächsten Zwischensequenzen dann bitte im Spiel laufen. Movie Path. Geh Movies. Naja, das stimmt natürlich nicht. So, super geil. Dankeschön. Also, wir sind eine Aes Sedai, eine Ordensschwester, die aber nicht, ja, beschwören kann oder halt zaubern kann. Die kann das nur mit Hilfe von den sogenannten Terang Real. Das sind diese Items, diese Gegenstände, die ihr gesehen habt. Und wir sollen jetzt halt diesem Hund, den wir gerade gesehen haben, der uns da überfallen hat, nachjagen, weil er mit einem Haufen Trollocs unterwegs ist. Das sind halt so Trolle. Ah ja, GT Interactive Software. Seht ihr die Videos jetzt nicht? Doch. Legend Entertainment geben wir uns jetzt auch nochmal und dann hüpfen wir sofort ins Spiel. Entwicklerlogo, ne? Was? Entertainment? Einfach nur Legend. Wunderbar. Okay. So, dann wollen wir mal. Einmal kurz Interesse halber Intro abspielen. Jetzt Deutsch. Das Rad der Zeit dreht. Alles klar. Gut. Okay, meine Capture-Hardware braucht ein bisschen, bis sie umgeschaltet hat. Also werdet ihr bei den Videos leider immer kurz einen Bluescreen haben, aber anders kann ich es leider nicht machen. So, jetzt kommt das Intro, was wir gerade auf Englisch gesehen haben. Das überspringe ich jetzt. Und jetzt hören wir den Monolog unseres Charakters nochmal. Und dann geht's auch endlich los. Mit dem Gold von Tavalon konnte ich einen Matrosen überreden, mich den Fluss Manetherendrell hinunterzufahren. Aber als wir uns Shadar Logoth näherten, wurde er zunehmend nervöser. Schließlich ließ er mich mit den Worten aussteigen, er sei der verfluchten Stadt noch nie so nahe gekommen. Der Mörder war bereits hier. Er und seine Trollocs haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Andere von der Burg werden sie bestimmt aufnehmen können. Neueste Opfer der Trollocs scheinen eine Karawane von friedliebenden Kesselflickern zu sein. Ich kam zu spät, um ihnen zu helfen. Ich muss versuchen, den Mörder einzuholen, bevor wir die Stadt erreichen. Vor dem, was da drin wartet, haben sogar die Schattenfreunde Angst. So, das ist The Wheel of Time. Ein Skill kann ich. Ich kann pusten. Und das ist Unreal Engine at its finest. Das ist eigentlich mit das hübscheste Spiel, was ich auf der Unreal Engine je gesehen habe.
Oh. Das hier ist so ein Ter Angrial. So, persönlicher Schutzschild. Das ist so ein, ja, ein Schutzschild. Der hält uns ein paar Treffer ab. Den kann ich aktivieren, den habe ich jetzt einmal. Fischies! So, und wir jagen jetzt unserem... Dodgen kann man hier nicht. So, gibt es ja sonst bei Unreal Engine so, dass man dodgen kann. Heilen. Health Pots. So. Oben links haben wir unsere Health-Anzeige. Ich muss das Ravioli-Logo ein bisschen rüberziehen, sonst ist das blöd für euch. So. Machen wir es einmal daneben. Oder darunter vielleicht. So. Oder auf die rechte Seite. Kommen wir uns auf die rechte. Ich glaube, da passiert nichts. Ja, die Fisch-KI, ne? Ist der Hammer, oder? So. Hallo. Du Asshole. Blut und Asche. I say die. Lass mich in Frieden. Das ist der Dieb. Es gibt hier so Wurzeln, die man einsammeln kann. Die heilt mich jetzt gerade. Hallo, warum bist du denn so schnell? Diese Melee-Waffe ist natürlich echt kacke. Das schon besser. Der Energiepfeil. 55 Schuss. Ja, sie kann Orks gut boosten. Du bist ein Nichts. Aber am besten ist eh ihr, ihr Tornado. Ja. Ich dich töten! Nee, andersherum. Dummkopf. Nochmal ein paar Healpots. Sehr gut. Ah, das war eine Axt! Ey, leck mir Morsch! Wie viele Äxte hat dieser Typ? Ja, das ist das Problem. Sie kann nur... Oh mein Gott, ey. Noch ein paar Pfeile, sehr gut. So. Nochmal Schutzschild. Feuerball! Drei Feuerbälle, dreimal Rackwerfer sozusagen. Das Hardware angesteckt, abgesteckt, Geräusch kommt daher, weil mein KVM-Switch dann sich halt anmeldet an einem anderen PC und der halt über USB verfügt. Die haben hier die Wanders-Leute ganz schön zugerichtet, diese Trollocks. Die am Dodgen sind die ganze Zeit. So. Noch platt. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch eine Wurzel, dass ich mich ein bisschen heilen kann. Das scheint der Zugang zu dieser Stadt zu sein. Okay.
weit die Äxte werfen. Ballistische Flugbahn, was ist das? Naja. Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. So. Noch ein paar Feuerbälle. Da hinten laufen die Säcke. Bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich mit in die Stadt muss. Ah, zwei sind zurückgeblieben. Wie schön. Dann zeige ich euch mal den Rackwerfer. In your face. Oh, fuck. Das ist echt hart, ey. Harte Mutter. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Wurzeln. Kann das sein? Da war eine Wurzel. Na, so eine echte Pflanzenfresserin ist das. Gute Nacht, LP Mafire. Danke dir für dein Lob. Mit der Flee. Mit Fire, sag ich. Mit der Flee. So, und hier sieht man auch wieder, dass sich Exploren lohnt. Hier gibt es nämlich nochmal ein bisschen Rackwerfermunition. Beziehungsweise Feuerball Terran Real. So. Da mal ab. Mist dich, das ruckelt. Bewegt euch, ihr stumpfsinnigen Idioten! Sie wird jeden Moment hier sein! Blöde Hauptauge. Ein weiterer Grund für einen Streaming-PC, der damit keine Probleme hat. Aes Sedai, Hexe! Verbrennen sollst du und deine Art! Lass mich in Frieden! Er ist offensichtlich zufrieden mit seinem Werk. Dass ich in die Nische hineingeschlüpft bin, hat mir das Leben gerettet, aber dem Mörder gelang die Flucht. Dieser Tunnel führt vielleicht in die Stadt hinein, aber Shadar Logoth ist riesengroß. Ihn zu finden wird nicht leicht sein. Ich bin ohnehin nicht darauf erpicht, die Stadt zu betreten. Shadar Logoth wurde vor abertausend Jahren bei den Kriegen gegen den Dunklen König zerstört. Seitdem ist sie zu etwas Finsterem geworden, eine gemiedene Stadt. Der Mörder wird dort keine Verbündeten finden, aber das Grauen darin erwartet auch mich. So, verfolge den Attentäter durch die Stadt. Shadar Logoth ist eine Stadt der Antike. Eventuell findest du Artefakte, die dir helfen können, das Überleben zu sichern. Ich bin noch auf dem anderen PC. So, hoffentlich läuft's. Nein, es ruckelt wieder. Das heißt, ich muss wieder meine Hauptauge wiederbeleben. Das heißt, ich muss einmal die Hauptauge deaktivieren. Darum kommt jetzt einmal kurz No Signal. Und dann wieder aktivieren. Und dann checkt sie, was sie da für ein Eingangssignal bekommt. Und es ist auch wieder flüssig für euch. Ist das nicht toll? So. Okay. Der Monty. Hast du nie gespielt? Ich habe Wheel of Time verdammt weit gespielt. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Und dann sind wir auf LAN gefahren, weil das Spiel auch einen innovativen Multiplayer-Modus hat. Nicht töten. So aus, als würden die Orks, die Trolle auch ein bisschen was auf den Sack kriegen. Da oben ist auf jeden Fall wieder ein Feuerball her, Real. Sehr schön, wie hier der Unreal-Nebel eingesetzt wird. Das sorgt für Stimmung. So. Feuerbälle. Das Movement ist 1A. Das ist super gut. Auf jeden Fall besser als bei Undying. Da ist es ein bisschen hakelig.
Na, dann gucken wir nochmal in die andere Richtung. Was wollte ich gerade sagen? Was? Ey, du bist da. Wir haben eine neue Goldnudel. Wir haben einen neuen Nudelkönig des Stammes. You crazy man. You motherfucking crazy man, ey. Du bist unglaublich. Ich glaube, hier fällt Geld vom Himmel. Liegt hier Stroh rum oder was? Ich danke, danke, danke. Unfucking fassbar. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich schon die Orientierung verloren. Und vor allem ist das jetzt, was ihr hier seht, das ist zwar auf dem Rechner in 1024x768, aber es wird ja durch einen HDMI-Wandler erst abgescaled, downgescaled zur Hälfte auf 720p. Das heißt, das ist auch nicht 1:1 die Bildqualität, was mich als bekennenden... Was geht da ab? Als bekennenden Perfektionisten auch ein bisschen stört, ehrlich gesagt. Okay. Was ist das? Ja, lauf du mal weg. Du da in der Ecke warst. Das hier ist übrigens ein Suchprojektil. Das sind Homing Missiles, sozusagen. Das sind so wabbernde, bunte Glühwürmchen. Und irgendwas ist an dieser Stadt, an diesem Platz. Aua! Kommt. Hallo, guckt euch diese Gegner an. Wie die das Dodgen einprogrammiert haben. Ich habe eine 50er VDSL YouTube, sage ich schon, Telekom. Die hat bis zu 10 Mbit. Garantiert sind 5. Und ich habe in der Regel immer so 7,5. Ich streame hier allerdings mit knapp 2700, glaube ich, gerade, weil alles, was über 3000 ist, ist auf Twitch Käse. Dann kommt bei euch einfach nichts mehr an. Und solange wir es nicht bewerkstelligt bekommen, Partner zu werden, beziehungsweise Twitch uns ignoriert, oh, das sieht ja important aus, könnt ihr ja leider die Qualität nicht wählen und wir tun euch keinen Gefallen, wenn wir dann noch mehr Bitrate rausjagen. So. Aber so flüssig habe ich das Spiel, glaube ich, noch nicht gesehen. Es läuft echt super. Der Rechner ist wie so ein alter Traktor, der erstmal vorgeglüht werden muss. Nur beim 5. Einschalten läuft er dann auch, aber dann läuft er auch wie ein Uhrwerk. War ich schon da drüben? Bin ich da schon drüber gesprungen? Müsste ich doch. Hier bin ich runtergelaufen. The way down. Ja, also du, das ist echt unglaublich, was du da gemacht hast. Der Troll war auch begeistert von der Spende. Ja, dem ging gerade einer ab. Jimbo. Danke. Ich tue mir echt schwer. Stambis? Bersi, helf mir. Stambis? Stambis, ja, Stambis. Also ich hab's erfragt, hinterfragt, gegoogelt? Nein. Ich hab's hinterfragt und dann kam es im Chat mal raus, dass es. Ich dachte ja irgendwie erstmal, was hatte ich denn als erstes? Stumbis? Stumbis, ja. Hatte ich, glaube ich, als erstes Mal das erste Mal gesagt. Und dann war das ja in einem mehreren Hin und Her, bin ich, glaube ich, dann bei Stambis hingeblieben und da hat er dann auf jeden Fall nicht mehr gemeckert. Also habe ich dann angenommen, dass es dann richtig ist. Hier geht's nicht weiter. Ich habe noch nichts zum Levitieren. Man kann, glaube ich, später auch ein bisschen schweben. Home, home. Wir können uns ein bisschen heilen. So, hier war ja ein glowender Feuerball. Und das sieht ein bisschen fragil aus. Also. Bam. So, dann gehen wir wieder da hoch, dann können wir wohl rüber. Aber, ja, okay. Hallo.
Boah, es ist unfassbar! Wie dosiert man ballern muss, weil die ganze Zeit am Dodgen sind. Da haben die Entwickler das wirklich 1:1 von den Scare übernommen, oder Scar, wie man sie auch immer aussprechen will, aus Unreal. Was geht hier ab? Ey, was geht hier ab? Ich hab den Nebel, der mich tötet. Musst du halt wegrennen. Ich war gerade den Chat am Lesen und da hüpft mir so ein Typ ins Gesicht. Okay, ich lag falsch. Stumbis. Nee, Stumbis. Stumbis. Nee, warte. Stuhl. Warte mal, Stuhl. Ich hätte gesagt, eigentlich wäre die deutsche Aussprache richtig als mit ST wie bei Stuhl. Und das U? Das U als U. Also Stuhl, Stumbis. Stumbis. Name kommt von meinem Nachnamen. Stumpf. Stumbis. Das ist cool hier. Das ist Versetzen. Damit kann ich mich durch kleine Wände teleportieren. Glaube ich. Zack. Jetzt können wir auch hier rüber. Dieser Nebel hat mir damals so Angst gemacht. Ach komm! Stehst du da einfach ums Eck, du blödes Mistviech. Dafür habe ich vorgesorgt. Du Arsch! Mist! Ich werde von diesem scheiß Rauch verfolgt. Von hier kam ich. Jetzt versteht man auch, warum das hier ein verfluchter Ort ist. Hinten ist Lebensenergie. Will ich denn einmal darüber springen? Wahrscheinlich normalerweise wohl. Bringen ist gut. Wie bitte? Bringen ist gut. Bringen? Bringen. Du hast gefragt. Springen, ja. Vorher eruieren, Quick Save. Gibt's sowas? Gibt es Speichern überhaupt? Spiel speichern. Ich wollte vorhin erklären, ich hatte das Spiel super weit gespielt. Wirklich, ich hatte es weit gespielt, weil es mir, also wirklich 20 Euro von Morpheus, 19 Morpheus 89, du hast den Rest. Danke, danke. Danke, Morpheus. Dann geht's bald shoppen. Ey, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht bei einem insolventen Verein bestelle. Also keiner Telco, kein Hardwareversand, kein K&M. Sonst kriege ich nachher nichts. Schaffe ich diesen Sprung? Jawohl. Geilo Milo. Ich habe es weit gespielt. Dann kam eine unserer berüchtigten Keller-LAN-Partys. Ja, halt deine Fresse, du Scheißnebel. Und wir wollten das Ganze dann auch mal im LAN spielen, weil das Spiel einen coolen Multiplayer-Modus hat. Soweit war ich auch schon. Allerdings hat nicht jeder bei uns im Freundeskreis seine Spiele... Oh Gott, ein Glück, dass ich da stehen bleiben konnte. Seine Spiele beschleunigt von einer 3DFX-Grafikkarte gezockt. Dementsprechend, weil das hier ein Unreal Engine Spiel ist und eins der nicht so krass optimierten,
Unreal Tournament war da eigentlich noch mit das beste Optimierte, was da 3D-Beschleunigung anging. Lief das Spiel pauschal in der Ursprungsversion sehr, sehr bescheiden auf Riva, TNT und Co. Und der Direct 3D-Support wurde erst später besser durch Patches. Das Problem ist, patchst du dieses Spiel, funktionieren deine Save-Games nicht mehr. Und sie sind dann auch kaputt, wenn du sie einmal versuchst, das zu laden. Und dann war mein ganzer Progress weg. Bams in your face. Lichteffekte sind fantastisch. Texturen sind toll. Der Sound ist einsame Spitzenklasse. Und die Framerate. Allein das Licht schon, wenn du schießt. Das ist super, ne? Mhm. Aber war immer schon die Stärke von der Unreal Engine. Und halt die Größe. Dodge-Viecher. Drecksviecher. Ja, also unglaublich. Unglaublich, wie schnell wir dieses Ziel erreichen konnten gemeinsam. Ich habe auch vorhin gelesen, ich habe ja ein bisschen den Bersi-Stream verfolgt. Meine Familie hat es nicht eher ermöglicht, dass ich mich auch einklinken konnte im Voice-Chat. God damn it. Aber da habe ich auch gelesen, dass wir halt das uns auch gerne unterstützt, weil wir das Ganze halt auch einfach transparent halten und nicht so aufdringlich, wie das vielleicht andere Leute da draußen machen. Und das ist ja auch unsere Intention. Wir wollen einfach mit euch, ja, für euch Ziele erreichen, Dinge ermöglichen und uns das Leben halt ein bisschen erleichtern. Das ist ja die Intention dahinter. Also, um am Ende von diesem ganzen Ravioli-Projekt, welches schon seit 8 Jahren läuft, ein Plus zu erreichen, dann müsste man, glaube ich, einmal 5 richtige Plus-Superzahl haben, weil es ist halt einfach so, es ist aber auch unser Hobby und es macht uns ja auch Spaß. Ja, toll, da ist wieder dieser scheiß Rauch. Boah, ich muss da lang. Mein Schild an. Einfach dran vorbei. Zack, fertig. Ja, dann kann die Party am 8.8. ja abgehen, ey. Am 8.8.? Am 8.8., ja. Am 8.8.? Am 8.8. Was, ey, dieser scheiß Nebel. Ja, Ravioli 8.8. Ravicon. Nennt es, wie ihr wollt. Jump. Auf jeden Fall was Großes, was da auf euch zukommt. Ja, wir haben was vor. Wir wollen uns neu herausfordern. Und es hat was mit Streaming zu tun. Weil sonst würden wir nicht darüber schon sprechen. An dieser Stelle. Wir gehen ja nicht zur Gamescom. Weil wir mal einfach eine Auszeit brauchen von der Messe. Letztes Jahr war es mehr kontraproduktiv, darüber zu schlendern. Und dieses Jahr wollten wir uns das dann einfach nicht antun. Dafür wollen wir was anderes zaubern für euch. So, richtig schön Munition hier. Bitte? Genau, haben ja viele Leute immer nachgefragt, schon seit Monaten, wie sieht's denn aus mit euch, Gamescom, Community-Treffen, etc. pp. Und, ja, Achtung, Achtung, Video, Entschuldigung. Okay. Wo ist der Ausgang? Halt, Mörder! Beide umbringen und das hast du zu verantworten. Warum hast du mich nicht einfach gehen lassen? Ich lasse es jetzt mal beim Geruckel. Die Sequenz ist, glaube ich, nicht so lang. Sein Feuerball ging so ein bisschen nach hinten los. Der Mörder hat sich mitten ins Netz begeben. Die Straßen der Stadt sind tödlich, die Katakomben noch schlimmer. Ich kann mir nicht vorstellen, was dort lauert und hoffentlich werde ich es auch nie erfahren. So, kann ich jetzt anhand der Wassertropfen, die da tropfen, ausmachen, ob es flüssig läuft? Ich meine ja.
das Forum mal einen Aufschwung bekäme. Das stimmt. Aber ich glaube, da müssen wir uns externen Support, eine Ausschreibung veranstalten. Damit ihr uns helft. In der Beziehung. Ich habe schon überlegt, ob vielleicht nicht... Mache ich mir zwar wieder Feinde, aber... Subreddit, ob das nicht vielleicht eher Sinn machen würde als ein Forum, aber... I don't know. Ja, okay. I don't know. Ich habe einen Illusions-Terangreal gefunden. Ich bin noch nicht ins Reddit-Zeitalter vorgedrungen. Hast auch nicht viel verpasst. Ich mag Foren schon, wenn natürlich über die richtigen Themen gesprochen wird. Also so Gott und die Welt, das ist auch nicht meins. Ist dann schon sehr speziell. Dann finde ich Foren ganz toll. Ich spreche ja natürlich vom Voodoo Alert Forum. Forum braucht auch immer eine aktive Community, es braucht Moderatoren, es braucht halt eine... dieser scheiß Nebel. Es braucht eine... Wie heißt es? Wie heißt Benehmen? Wie nennt sich das? Da gibt es doch so ein Wort für. Etikett. Es braucht eine Etikett, genau. So. Ein Hebel. Der erste Hebel im Spiel. Ach Gott, damit, du scheiß Nebel. Okay, so, das Gitter geht hoch. Der Hebel im Nebel. Der Hebel im Nebel. Der neue Bestseller von Stephen King, der Hebel im Nebel. Ich mach mir nochmal ein Schild an. So. Zahlt sich das CSGO-Spielen aus, bei welchem ich geübt habe, die Waffen über 1, 2, 3, 4, 5 zu wechseln? Das kommt mir bei Wheel of Time jetzt derbe zugute. Muss ich da schnell... Aktivierst du die nicht über deine Wheel-Maus? Nicht über meine Wheel-Maus aktivieren kann, wie der Jörg Spormann bei der GameStar. Das habe ich früher gemacht und dann schaltest du ja immer alles einzeln durch. Dann seht ihr, wie lange das dauert. Beziehungsweise, man musste da drauf hämmern. Ach nee, man muss dann in die andere Richtung gehen. Also super kompliziert. Dann lieber die Tasten ein paar Mal drücken und gib ihm. Da dachte man ja auch immer noch, es wäre klug, wenn man eine Waffe aufhebt, einfach Autoswitch anhat. Dann muss man ja nicht wechseln. Man hat ja immer die stärkste Waffe. Ja gut, den Autoswitch bei diesen... danke Blitz, Deutschland. Und Donner. Fuck! Den Autoswitch mag ich bei Unreal und UT eigentlich... Bei UT und Quake 3 eigentlich noch immer, ganz ehrlich gesagt, aber ist halt irgendwie Macht der Gewohnheit, ne? Zum Beispiel bei UT lasse ich den Autoswitch an, habe aber auch Minigun, Shock Rifle und ich glaube die Flak Cannon auf separaten Tasten, um direkt drauf zuzugreifen. Also zumindest im Retro-Setting mit Pfeiltastensteuerung und so. Wie ich es jetzt heute konfigurieren würde, weiß ich nicht. Nach den Stunden CSGO. Stunden über Stunden. So, ich versuche jetzt hier alles einzusammeln, was geht, weil... Man weiß ja nicht, was die Gegner noch so vorhaben. Ja, die kann echt gut springen, ne? Hat, glaube ich, übrigens die Stimme aus Lara Croft von Tomb Raider 2, oder? Hab den Stream ja leider gemutet. Wenn mich nicht alles täuscht. Hebel? War das jetzt so schlau? Ich glaube nicht, Tim. Scheiße. Und nu? Oh ja, könnte die Stimme sein. Was mache ich denn jetzt? So mache ich das. Es gibt übrigens noch einen Shooter, den ich euch gerne zeigen würde, aber da habe ich noch ein Problem mit der BPJM. Oh, warte mal, jetzt muss ich nachdenken. Ja, ein Shooter, den... Bitte? Ein Shooter, den du gern zeigen würdest, der aber Probleme mit der BPJM macht. Ja. Die gehen nach einer Zeit wieder zu, okay. Thank you.
Hängt auch in meinem Zimmer an der Wand. Ach ja, ja, klar. Ja, ich war jetzt irritiert, weil du ja schon was davon gespielt hattest, aber das war ja mehr oder weniger der Vorgänger. Hä? Ich? Reden wir nicht von UT? Nee. Hängt in deinem Zimmer an der Wand? Kein Multiplayer-Shooter. Hängt aber an der Wand, ja. Muss ich doch nochmal nachdenken. Was hängt bei dir im Zimmer an der Wand? Es regnet. Nach dem Gewitter folgt der Regen. Ach, come on, ey. Kacknebel. Geht der Nebel ab? Verzieht sich wieder. RTCW auch nicht. Wobei du recht hast, natürlich, die deutsche Version darf man ja auch nicht spielen. Die haben sie ja auch dann auch in den Index gesetzt, die Pappnasen. Naja. Wir leben. Ja, schön. Come on. Oh Gott, ich weiß nicht, wie lange. Nee, Doom darf man spielen, das ist. Wie lange darf ich denn tauchen? Doom ist wieder okay. Ja. Er ist letztes geworden. Du bist wieder in Ordnung, ja. Tolles Video von Rip und Madcow zu. Was? Doom! Doom! Ja, Alter, Doom! So geil, auch, wie der Mikrofonständer da einfach umgekippt ist. Und vor allem, da gibt's coole Mods. Mit dem Blatt. Oder mit dem Ragdoll-Mods. Ah, das ist herrlich. Ich hätte eins im Kopf, aber das ist. Ich glaub, das hast du nicht gespielt, beziehungsweise bist du kein Fan von. Ich glaube auch nicht, dass ich es bei dir an der Wand gesehen habe. Fuck. Muss ich tauchen, ja oder nein? Gerätig vielleicht. Was meinst du? Gerätig? Ist das schon ein reinrassiger Ego-Shooter? Also. Okay. Also, gut, der erste Heretic-Teil, der war ja Ego, der zweite nicht. Der soll auch ein gutes Spiel sein, das zweite. Third-Person-Action. Hat auf jeden Fall seine Fans. Ist auch auf den Retro-PCs installiert, aber wir sind noch nicht dazu gekommen auf Retro-LAN. Ich mach mal den Wasserschild an. Bibi Blocksberg? Bibi Blocksberg. Nicht ganz, glaube ich. Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg 2. Was ist Bibi Blocksberg? Bibi Blocksberg. Die Kleine. Wäre auch ein Kandidat, aber nee. Okay. Das meine ich nicht. Das mein Vielleicht ich nicht. Ja, Blott auch. Hoffentlich hält mein Wasserschild. Wie lange muss ich denn hier tauchen, goddammit? Da ist noch Wasserschild. Wasserschild weg, neu aktiviert. Hexe nicht. Das hat eher einen religiösen Touch. Jetzt überlegen, was ist denn auf dem Retro-Rechner alles drauf, was injiziert ist? Es ist nicht auf den Retro-Rechnern installiert. Nicht, weil es keinen Multiplayer hat, sondern weil der Multiplayer einfach unspielbar ist, aufgrund von Lag. Es hat einen religiösen Hintergrund. Jetzt followt uns auch der Morpheus. Dankeschön. Danke, Morpheus. Und es verwendet sogar eine eigene Engine. Was jetzt nichts Gutes heißen muss. Oh, shit. Ich verrecke, ey. Da hoch. Oh, sie hat's geschafft. Meine Güte, war das ein Tauchgang. Aes Sedai, ich weiß, dass du hier unten bist. Einmal durch die Kloake. Ich weiß, dass du mich verfolgst. Petroskop sagt, du willst doch die Artefakte, Requiem? Die ich aus der Burg gestohlen habe, oder? Echt? Und ich habe sie versteckt. Das war nicht so mein Spiel, aber... Ich habe sie irgendwo in der Stadt versteckt. Ohne mich wirst du sie niemals finden. Ich hatte jetzt Soldier of Fortune im Kopf, aber da dachte ich, das ist ein alles, Spiel. Ist das nicht immer noch indiziert? Ich dachte, um mich zu holen. Wohlgemerkt, der Beauschuss, ich habe dich in der Burg nicht getötet. Ich ließ dich am Leben. Ich hatte Erbarmen.
kommt Großer das raus? Herr, hilf mir! Ich will nicht sterben! Rette mich! Bitte! Bitte! Also ihr habt jetzt gerade dem Dieb ein bisschen reingeredet, aber ist nicht schlimm. Sorry! Ist nicht schlimm. Er hat hier irgendwas gefaselt von einer noch größeren, böseren Macht, die hier unten haust. Vor der ich mich in Acht nehmen müsste. Und ich finde das auch ganz schön gefährlich. Ich möchte aber einmal kurz ganz klitzekleine Pause machen. Ich muss wohin. Bis gleich. Aber wie wär's mit Track and Field 2 Arm Wrestling Music? Ach scheiße, ist nur ein Kanal. Es ist doof. On your mark. Get set. Sound muted. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wupp.
Einen Moment gerade. Wisst ihr, was mir gerade gravierend noch aufgefallen ist? Das Spiel war ja bisher, denke ich, ganz in Ordnung. Jetzt hat sich mein Winamp gefreezed. Mein Winamp hat nicht mehr reagiert, ist gestorben gerade. Das Spiel hatte bisher keine Musik. Liegt am gleichen Bug, den wir auch zuvor mit den Movies hatten, habe ich jetzt festgestellt. Drum habe ich das Spiel jetzt gerade einmal beendet. Vorher natürlich gespeichert. Und bin in die Option gegangen, weil die Musik ist super. Dafür hatten wir ja ein bisschen Gewitter und so ein Kram dabei. Namt Penner! Dark Vampire, das liegt daran, weil der Versi umgezogen ist. Und ich hole mir den TS jetzt natürlich wieder dabei. Sound resumed. Da ist der TS auch wieder mit am Start. So. Yeah. Und back in action. Back in action. Wir holen uns das Spiel auch wieder auf den Schirm. Wenn wir hier nicht bei Star Trek sind. So. Hasse. Scheiße. Entschuldigung. Die hasst jeder. Besonders am Schuh. Jawohl. Kack, Schreibtischstühle. Moment. Quacky, der Zerstörer. So, mein PC hat ja eine, ich zeige euch das mal, mein PC hat ja eine integrierte All-in-One-Kompakt-Wasserkühlung und der Radiator sitzt oben, das heißt, ich darf auf meinen Rechner oben nichts drauflegen. So, jetzt aus Platzmangel, steht aber mein Mischpult da drauf und ich habe unter das Mischpult, Moment, Licht an, 3DS Spieleaufbewahrungshüllen hochkant gestellt. So, und gerade sind diese zusammengefallen wie so ein Kartenhaus und mein Mischpult dementsprechend auf meinen Rechner drauf. Nicht so geil. So, genug Off-Topic. Und der Anlass, warum ich das umgeworfen habe, war halt, dass sich eins meiner Headset-Kabel unten im Stuhl verfangen hat. Jetzt aber zurück ins Spiel hier. Microphone activated. So. Ja, wenn oben Abluft ist beim Gehäuse natürlich, empfiehlt es sich nicht, das dicht zu machen. Ja, Knorunculus, wir haben einen neuen Nudelkönig. Der Stumbis. Der hat's derbe übertrieben. Und der Morpheus hat's auch übertrieben. Und ist doch toll, was für eine Unterstützung man erfährt. Und The Iron, oder? Tyon? Tyon, Theon. Der hat ja auch... Theon, genau. Dann ist er. So. Mal gucken hier, der Lautstärke. Wir hören Musik. Okay. Voll im Spiel drin. Alles aufmachen? Ich weiß gar nicht. Ist das sinnvoll? Eigentlich nicht wahrscheinlich. Der Knorunculus ist da. Gude. Übrigens. Ich finde übrigens... Also ich kenne die modernen Games ja nicht, ja? Aber da ist halt alles so filmisch. Alles so Hans Zimmer Soundtrack und so. Klar, orchestralisch gibt es auch ganz viele tolle Sachen.
Einmal Plätze tauschen. Zack. Aha. Hallo? Warum kann er mich da durchschlagen, du Arsch? Aber von dem Sound Engineering für die Möglichkeiten, die es halt damals gab, das war schon ein bisschen eingeschränkt, was den Speicherplatz angeht und so. Muss ich an die Titanfall 30 GB Wave-Dateien denken. Das ist einfach Wahnsinn, was damals schon geleistet wurde. Scheiß Nebel. Verdopplung. Verdopplung? Duplizieren. Okay. Ja. Ach, man kann den Qualm auch ein bisschen kaputt schießen. Ich ahne Schreckliches, liebe Leute. Morpheus, Dankeschön. Jetzt verpasst du leider etwas Großes. Die Big Mac. Oh mein Gott. Hallo. Voll auf die Fresse. Bist du Sack? Leg dich hin. Bam! 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 Asshole, der hat mich fast erwischt. Genug, hab Erbarmen. Beim Licht, du verdienst 1000 Tode für das, was du getan hast. Ich wurde benutzt. Ehrlich. Ishamel hat mich reingelegt. Ishamel? Etwa der Verlorene? Ein Armenmärchen ist das, weiter nichts. Einer der 13, die der dunkle König auserwählt hat. Vermutlich der mächtigste von allen. Er ist sehr real. Wenn du das gesehen hättest, was ich gesehen habe... Du widersprichst Ishamel nicht, wenn er dir befiehlt, meine Teure. Du bist ein Schattenfreund. Hättest du dem dunklen König nicht schon deine Seele versprochen, würde er dich nicht befehligen. Und so wie du diese Trollocs herumkommandiert hast, würde ich sagen, dass du Status genießt. Trollocs gehorchen Dummköpfen nicht. Sie fressen sie. Moment, Status? Jetzt nicht mehr, möchte ich wetten. Ishamel schickte mich zur Weißen Burg. Ich sollte hineingehen, ein Quendelarsiegel stehlen und es ihm bringen.
Agenten, die drinnen warteten, sollten mich zum Siegel führen. Einfach und unblutig. Doch sie führten mich in deine Kammer, in der kein Siegel weit und breit zu sehen war. Und um zu entkommen, war ich gezwungen, mehrere Schwestern zu töten. Jetzt lebe ich im Dunkeln, weil ich immer das Gefühl haben muss, von Aes Sedai verfolgt zu werden. Mein Leben ist wertlos. Wenn du Mitleid suchst, suche woanders. Ich warte darauf, dass du mir sagst, wo du meine Artefakte versteckt hast. Sonst hätte ich dich schon längst wie einen räudigen Hund getötet. Du darfst nicht lügen. Alle Aes Sedai sind gebunden an die drei Eide. Schwöre mir, dass du mich verschonst und ich sage dir, wo die Ter-Angreal sind. Ansonsten werden wir noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier sitzen. Wieso hast du dich gerade hier versteckt? Das ist der schrecklichste Ort, den ich mir vorstellen kann. Du meinst vom Regen in die Traufe, was? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich wollte zurück zu Ishamils Festung in den Nebelbergen, da ich nicht wusste, wohin. Du hast mich vorher eingeholt. Ich hatte gehofft, dass du zu viel Angst haben würdest, um mir nachzugehen. Ich habe mich geirrt, aber du weichst meiner Frage aus. Wirst du mich verschonen? Wenn du diese Stadt nicht verlassen kannst, so wird das nicht an mir liegen. Eine bessere Antwort werde ich wohl nicht bekommen. Auf geht's. Sieh nur, mehr Gold, als ich je erblickt habe, mehr, als ich mir je erträumt hätte. Was kann Ishamel anbieten im Vergleich dazu? Wo sind meine Artefakte, Hund? Uff. Mehr willst du nicht? Sieh dir das an. Das ist mehr als genug für uns beide. Meine Ter-Angreal, du Mörder. Jetzt. Na schön, sie sind dort in der Ecke versteckt. Das taugt doch nicht. Ja! Yeah. Oha, was ist das denn für ein Affe? Was geht hier vor? Im Licht sei gedankt, Hüterin. Wir brauchen deine Hilfe. Wir verfolgten den Attentäter bis zu dieser Stadt, aber der Eingang ist durch Felsen versperrt. Es gelang uns, einen weiteren Eingang in der Mauer zu finden, doch er könnte genauso gut meilenweit entfernt sein. Als wir hineingelangten, wurden wir von Scharen dieser entsetzlichen Kreaturen angegriffen. Wir hätten uns vielleicht noch dagegen wehren können, doch es stieg ein Nebel hinter uns auf und dadurch wurde fast die Hälfte von uns getötet. Wir zerstreuten uns, viele von uns wurden versprengt. Sie sind irgendwo da draußen. Einige hier haben es geschafft, zusammenzubleiben. Der Eingang, durch den wir kamen, ist versperrt, also wollten wir versuchen, einen Weg durch das Geröll zu graben. Wir sind gut vorangekommen, doch die Stadt scheint zu wissen, dass wir hier sind und schickt diese Monster, um uns zu vernichten. Wir hoffen, dass es uns noch rechtzeitig gelingt, durchzubrechen, sonst werden wir alle getötet. Ninja LP, dann kann man sich eine Handvoll bestellen und schickt die zurück, die einem nicht gefallen. Wenn wir bis zur Dämmerung durchhalten können, werden sich die Kreaturen aus der Stadt zurückziehen und wir können uns darauf konzentrieren, einen Weg durch die Trümmer zu graben. Was aber wird aus denen, die versprengt wurden? Sollte ich versuchen, sie zu retten?
oder sind sie schon tot? Jetzt müssen wir aus der Stadt fliehen. Ja klar, es ist doof mit Mäusen, ja. Schwierig. Kein Saturn, kein größeres Mediengeschäft in der Nähe. So, das Spiel läuft nicht mehr flüssig. Durch meine olle Hauptaugekarte wieder zur Mitarbeit bewegen. Wo ist meine Maus? Da. Half-Life in the Missing Episodes. Ja. So. Okay. Ist meine Stimme denn noch so präsent wie bisher? Irgendwie ist das hier mit der Lautstärke-Einstellung, seitdem das alles runtergeplumpst ist. Ich glaube, jetzt ist es besser. Für mich zumindest. Das Headset ist auch nicht mehr das Jüngste. Okay, also bleibe bis zum Morgengrauen am Leben. Da ziehen sich die Kreaturen aus der Stadt zurück und du kannst entkommen. In dieser Zeit kannst du dich und deine Truppen verteidigen, versuchen noch mehr Terrangial zu sammeln oder nach den vermissten Schwestern und Wächtern zu suchen. Microphone activated. So, hallo? Möge dich das Licht erleuchten. Mit der Stimme war alles in Ordnung. Ja, gut. Irgendwie ist der Pegel teilweise jetzt amok. Ganz merkwürdig. Muss am Kabel liegen oder so. Schön, da ist der Nebel. Überleben bis zum Morgengrauen. Das sehen wir jetzt oben rechts hinter dem Ravioli-Logo. Fuck. Hallo. Und tot. So schnell geht das. Die verantwortliche Wie das hier halt. Möge dich das Licht erleuchten. So, müssen wir abgehen. Nützt ja nichts. Hier sind Wurzeln. Das ist super. Gut zu wissen. In your face. Kettenblitz. Der Kettenblitz geht sauer ab. Goldschild. Buddy disconnected from your channel. Was geht ab? Noch so ein Hund! Verpiss dich! Scheiße, wo ist dieser Kettenblitz? Der Hund ist platt. Geh mir doch nicht. Ja, yeah, mehr Wurzeln hier. Super. Himmel, im Himmel wird es heller. Das ist ein Glück. Tatsache. Tja, die anderen haben es nicht geschafft, so wie es aussieht. Noch eine Wurzel. Zack.
Homing ist super. Kannst du dodgen, wie du willst. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Ter Angreal finden. Oh, da. Versteckt in der Wand. So. Bald bricht der Tag an. Hallo. Come on. Unfassbar, echt. Mehr Wurzeln einsammeln. Wo waren die Wurzeln da hinten? Was geht ab mit der Homing-Missile da hinten? Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Der Morgen dämmert, du bist außer Gefahr. Yay! Geschafft. In dem Chaos nach dem Ausbruch verlor ich meine Gefährten. Mir blieb nur zu hoffen, dass sie irgendwann zur Weißen Burg zurückkehren würden. Die Reise war lang und beschwerlich. Zumal ich allein den Ter Angreal der Emmeline hüten musste. Es dauerte 3 Wochen, bis ich wieder daheim war. Bei meiner Rückkehr lag Tarvalon die Stadt um die Weiße Burg in Schutt und Asche. Nur eine Armee hatte diese Verwüstung anrichten können. Aber wessen und warum? Ich suchte nach der Weißen Burg, die Hoffnung nicht aufgebend, dass sie noch stünde. Herr Baird. Dem Licht sei Dank, es war so. Aber sie wurde von unzähligen Trollocs und Mydral belagert. Das sagte mir schon einiges, aber die Antworten auf meine Fragen lagen in der Burg. Ich beschloss, mich hineinzuschleichen. Hineinzuschleichen? Stürmt da rein? Mann, haben die einen langen Hals und lange Arme. Barbie ist ein Witz da dagegen. Bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Emmeline? Was tust du hier in Emmelines Kammer? Warum hältst du ein Siegel in der Hand? Sag mir, wo ist Emmeline? Hüterin Elaina, es ist wunderbar zu sehen, dass du lebst. Ich hatte meine Zweifel, ob du zurückkehren würdest. Natürlich ist die Situation hier mehr als kläglich. Dennoch bitte ich dich, nicht zu vergessen, dass du mit einer Wächterin der Halle sprichst. Ich verlange von dir ein gewisses Maß an Respekt. Selbstverständlich, Wächterin Seeframe. Wärst du so freundlich, mir zu erklären, was du hier tust? Wie du willst, Hüterin. Als die Armee des Dunklen Königs hier in Tarvalon eintraf, rief die Emmeline uns zusammen. Sie kündigte an, dass sie die Verteidigung der Burg den Händen von Rislin, der Blauen, übergeben wolle, bis zu deiner Rückkehr. Danach sollte sie dir unterstellt sein. Während des darauffolgenden Tumultes verschwand die Emmeline. Nicht nur aus der Ratskammer, sondern anscheinend aus der Burg. Sie hat uns alle unserem Schicksal überlassen. Rislin hat zwar bewundernswerte Arbeit geleistet und viel Erfahrungen gesammelt, aber es war kristallklar, auch ihr, dass die Verteidigung der Burg Sache der Wächterinnen sein sollte.
Als wir sie baten, übergab Rislin sofort das Kommando an uns. Also habe ich gleich nach den Siegeln der Burg gesucht. Um uns gegen die Angreifer zu verteidigen, natürlich. Verantwortlich für die Siegel ist die Emmerlin. Du hast kein Recht, ihre Räume zu durchsuchen. Du hast kein Recht dazu. Wo ist denn die Emmerlin, Hüterin? Sie kann das Siegel nicht beschützen, wenn sie nicht hier ist. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Angreifer es auf die Siegel abgesehen haben. Ich werde dieses hier sicher aufbewahren, denn ich bin nicht wie ein Feigling vor der Gefahr weggerannt. Doch ich bin da, Wächterin. Und ich habe auf Befehl der Emmerlin das Kommando über die Burg übernommen. Danke, du hast das Siegel für mich bewacht. Ich werde es sicher verwahren. Die Emmerlin, ja. Die Weiße Burg. Jetzt geht die Grafikbombe ab. Die Angreifer haben das Haupttor durchbrochen und die Weiße Burg in ein Schlachtfeld verwandelt. Unsere Stadtwache sucht noch immer die Gegend nach dem Mörder ab. Die verbliebenen Wächter und Schwestern haben tapfer versucht, die Burg zu verteidigen. Aber sie sind zahlenmäßig unterlegen. Und solange das Tor offen steht, strömen Trollocs und Mydral ungehindert hinein, um anstatt ihrer Toten weiterzukämpfen. Auch wenn das äußere Tor durchbrochen wurde, so gibt es noch das innere Tor. Wenn ich es erreichen und schließen kann, haben wir vielleicht noch eine Chance, die Eindringlinge zu vernichten, die bereits drin sind. Das Spiel läuft noch flüssig. Was ein Glück. Ich werde gehorchen. So. Ich werde das Siegel beschützen. Macht euch auf die hübschesten Unreal Engine Innenräume gefasst der ersten Unreal Engine Generation. Das hat kein Spiel getoppt. Umso unverständlicher, dass Legend bei Unreal 2 so rohrkrepierend mit der Grafik umgegangen ist, mit der Grafiktechnik. Die hatten einfach nicht genug Zeit, glaube ich. Wächter, zu mir. Selbstverständlich. Yo, Johnny Chimpo. Möge dich das Licht erleuchten. Schwester? Schwester? Jo. Ich werde das Siegel mit meinem Leben beschützen. Young 41, eine Neunudel! Yeah! Danke fürs Followen! Angegriffen!
Stirb doch! Drecksviech. Hast du das gebracht? Das Cape mit Apex. Apex. Ist das so ein Kunststoff? Ich bin unwissend. Komme ich da durch? Ich kann mich nicht ducken. Tauscher? Brauche ich den Tauscher hier? Ach shit, jetzt habe ich da eine Illusion von mir platziert. Sehr schön. Der Tauscher ist ja zum Tauschen da. Wenn ich hier einen Gegner hätte. So, da geht's durch. Ich muss ganz offensichtlich nach oben. Hier, Detail Textures. Unreal Engine, Baby. So. Der Obdachlose. Hallöchen. Kann ich wirklich nicht durch? Es gibt keinen Duckenknopf, oder? Jetzt bestimmt im Kreuz. Ja, die kann sich nicht ducken. Springen rauf. Springen rauf. Kann sich auch hochziehen an Sachen? Nee, oder? Die Mitte. Ein Doppelsprung oder dergleichen. Also eigentlich irgendwo Plätzchen finden, wo so ein Gegner steht, mit dem ich dann den Platz tauschen kann. Jawohl. Feine Funktion ist das bei YouTube, dass der einem das anzeigt, wenn man live auf Twitch ist. Dann bist du hier im Retro-PC-Abend gelandet. Wir zocken hier auf einem retro-tastischen PC mit 3DFX Voodoo 5 Grafik. Gerade etwas planlos Wheel of Time, aber das kriegen wir noch hin. So, Illusion ist ja Quatsch. Duplizieren habe ich gar nicht mehr. Muss ich wieder nach oben und durch dieses Loch? Aber ich komme ja gar nicht nach oben. Für diese Steine, das kann auch keiner wollen. Die kann ich auch gar nicht drauf. So, das ist noch so eine tolle Wurzel. Der Obdachlose. Dankeschön fürs Folgen. Freut sich der Mega Man. Die Treppe ist doch intakt. So what? Somit sind wir oben. Und können uns durch das Loch an der richtigen Position fallen lassen. Gell? Durch dieses Loch nicht.
Da ist eine Falle. Sprengstoffladung. Jetzt kann ich selber Sprengstoffladung legen. Der dunkle König kämpft. Ja. Halt dein Fresse, du. Irgendwas. Wo du bist. Er ist verschwunden. Ja, hallo. Meine Güte. Der ausgehalten, oder? Unfassbar. Oh, Falle. Ja, ne, klar. Ihr habt's überlebt, oder was? Fleisch! Hilf! Fleisch dich fressen, ja. Fleisch! Ich dich fressen! Letzte Tauschen hat kein Ziel gefunden. Fleisch. Ist der hier unten vielleicht? Eine Etage tiefer? Kein Ziel gefunden. Was ist das hier? Ziel erfassen? Das bringt nichts. Fleisch! Wo kommst du denn her? Nein, ich hab Chat angemacht! Y, wer hat das erfunden? Z, ne? Wer ist das, Tattoo? Ah, SD! Hab ich geschrien. Sehr gut. Das ist mal, das hat mal Hitpotenzial. Ah, SD! Na, hilfst du? Was geht ab? Bitch. Scheint's ganz unten zu schmecken, oder? Muss ich wieder runter, oder was?
Nee, da dazwischen kann er ja nicht sein. Schlabber, schlabber. Ja, das ist aus dem Nichts gespawnt. Hört sich an wie der Grunt, ja, aus Warcraft 3. Gebe ich dir recht. Hier ist nichts zum Plätze tauschen. Da geht's nicht rüber. So. Genau, hier hoch. Möge dich das Licht erleuchten. Jawohl. Das ist doch, die Bogenschützin aus, Warcraft 3. Nachtelfen. Möge dich das Licht erleuchten. Genau. Shit. Die Nacktelfen. Ich war ein Nacktelfenspieler. Allerbester Güte. Dämonenjäger und Mondpriesterin for the win. So. Noch eine Etage höher. Irgendwo muss ich doch dieses Positionstauschen-Ding verwenden, oder? So, wo läuft sie hin? Gibt sie mir einen Hint? Die läuft hier wahrscheinlich nur durch die Gegend und passt auf. Franke, jawohl, hau rein. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich. Ich finde den Soundtrack fantastisch. Muss ich hier Positionswechsel machen? Da drüben war ich da auch schon. Ich dich fressen. Alles etwas suspekt gerade. So, hier habe ich gegen diese Pappnase gekämpft. So, das hört sich vom Sound definitiv hier in der Ecke an. So, ich muss doch hier tauschen. Wo denn sonst? Wofür sonst hätten die mir diese Items gesetzt dort? Ich dich fressen. Den Soundtrack gibt's bei Amazon als CD. Wie geil ist das denn? Inklusive MP3-Version. So, was ist das hier? Ah, okay, ich muss zuerst dieses Zielsetzen benutzen. Und dann umziehen. Und dann Position wechseln. Ah, war wieder so ein typischer Cracky-Fail. Mein Leben für die Horde. So, die weiße Burg von außen. Jetzt hier was versteckt. Bam.
Ja, der Soundtrack ist cool, so rockig und super eingespielt. Finde ich ganz große Klasse. Ach, das ist. Naja, das ist auch so ein Schattenidiot. Komm her! Ah, friss meinen Kettenblitz! Was halten die bitte aus? Damn. Shit. Commit suicide. Tschüss. Monster Tracks. Soundtrack, okay. Was ist das schon hier mit einer richtigen Klampfe eingespielt und so? Finde ich fantastisch. Was ist denn hier? Feuerwerk. Da kann ich Feuerwerk machen, Leute. Aber nicht damit. Ein Feuerball oder wie war das? Das mit dem Feuerball? Richtig zielen muss man. Robert Barry. 18 Tracks hat er beigesteuert und einer ist von Andy Fraser. Whoever they are, they did an awesome job here. Bam! 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 Come on! Das ist wirklich einer der mostly overlooked Ego-Shooter, wenn ihr mich fragt. Ganz furchtbar. Wahrscheinlich, weil es das Setting hatte, weil es so ein bisschen diese Einstiegshürde hatte, weil man eine Frau spielt. Oh! Das sieht aus wie ein Explosiv in der Mitte. Eine Wurzel. Alles nicht so gut. Ich habe da ein bisschen Angst. Bams! Feuerschild. Oh. Voll die Feuerwerkskörper, die hier gelagert werden. Wirbelwind. Und jetzt? Feuerschild aktivieren, Augen zu und durch, oder was? Ne, ich hab doch einen Schlüssel. Mach die Kacktür da auf. Speicher mal ab. So, meine Schilde. Feuerschild. Voodoo Power. Nee, war das schön bunt gerade. So. Was haben wir jetzt davon? Außer Ausrüstung? Loch in der Wand haben wir jetzt hier auch nicht. Yo, dog, I heard you like explosions, so I put an explosion in the explosion. Come on! In your face. Voodoo Lady. Road Trip, was ein geiler Film, den müsste ich unbedingt mal wieder gucken. Jetzt bin ich durch meine eigene gelegte Sprengstofffalle gelatscht. Nochmal Feuerwerk.
Benchmark-Action. Ah! Jetzt wieder rein in die Burg. Wunderbar. Wie viel haben wir eigentlich? 7 nach 0. Wir haben die 12 durch. Okay. Bis halb machen wir noch. Udulade! Roadtrip. Super Film, echt. Es gibt ein Problem mit dem Rotatorsplit. Autos haben einen Rotatorsplit. Oh ja, und es sieht ganz schlimm aus. Wo ist er? Gegner? Nein. Freund. Ich bewache. Schattenmänner. Ich dich töte. Ich werde dich töten. Oh, Reh, sorry. Reh, grüß dich. Ich musste mir erstmal Salat schnibbeln und Dressing machen. Richtig so. Ich hab so viel Zucker im Körper. Von den scheiß M&M's, die ich gefressen hab, und der Cola, die ich getroffen hab. Die Mücken kommen schon und wollen dich ausbeuten, oder? Genau. Denkt dieser Blitz? Der geht ab wie die Sau. Was macht der? Nix. Scheiß Blitz. Erleben Sie jetzt Silvester in the Wheel of Time. Wer ist denn nochmal Kyle in Road Trip? Da bin ich Tom Green, oder? Frissi, Mitch! Auslaufen, was war das denn nochmal? Das macht die Gegner langsamer, wie ihr gesehen habt. Er hat gesagt, Lebensenergie abziehen, aber okay, wenn wir mal langsamer machen. Ich glaube, es macht sie langsamer. Ich hatte zumindest gerade den Eindruck. Ja. Ergibt auch Sinn. Wenn du Stamina hast, bist du ausgelaugt. Zeit für den Wirbelwind. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das Ding denn? Ah, shit! Hey, yo, you're spinning! Get over here! Get over there! Komm hoch! Und tschüss! Ah, ich kann levitieren! Super! Bester Spell ever! Der Wirbelwind, der ist witzig, ne? Mhm. Und plöpp. Eat my fireballs! Der Dünne mit der seltsamen Frisur. Ich hab sie gebürstet! Was? Irgendwelche Probleme hier? Sorry for destroying the Inneneinrichtung. Aber ich finde es optisch schon ein anderes Kaliber wie Undying, weil es halt einfach farbenfroher ist. Steht der Engine verdammt gut. Undying ist nicht hässlich, aber... Von Undying auch so ein bisschen... überzeichnet. Wenn du weißt, was ich meine.
Was aber vielleicht auch am Interface liegt. Tricky, tricky, oh, here we go. Hey, tree to rock around, this still the time is tricky. Wo gab's denn diese, da ist dieses Levitieren-Ding. Da levitiere ich da mal rüber. Wollen wir mal levitieren? Oh. Hat er das gesehen? Sprengfalle. Oh. Nein, nein. Scheiße. Ich hätte springen sollen. Oh mein Gott, ich ahne Schreckliches, Leute. Naja, es könnte schlimmer sein. Wo ist er? Du bist platt, oder? Nein, jetzt bist du platt. Komm, runter mit dir. Hey! Kann noch kämpfen, der Sack. Runter mit dir da. Fuck. Aua! Lecker Wurzeln. Yam yam. Undying hat auch überhaupt nicht von Detail Textures Gebrauch gemacht. Also von diesen Strukturierungstexturen dann nochmal. Wie wir sie hier in den Wänden zum Beispiel sehen. Das hat auch schon auch eine bestimmte Bezeichnung, oder? Das heißt auch bestimmt irgendwie XY Tri-Sync Mapping oder sowas. Na, das ist einfach nur eine Textur über der Textur. Das frisst Power halt. Mhm. Klar hat diese Textur keine, diese Detail Texture keine hohe Sichtweite. Aber wenn sie dann halt kommt und was dann da so. Eine Flaschenhalsschnittstelle Direct 3D und ein nicht ganz so potente Nvidia oder was auch immer zu der Zeit gehabt, dann war Schluss mit lustig. Darum war das auch standardmäßig bei Direct 3D beim normalen Unreal deaktiviert. Man kann es aber anschalten. Und manche Spiele haben halt auch verzichtet. Zu viel Arbeit oder was auch immer. Betrifft ja auch nicht jede Textur. Anime Games TV folgt uns. Geilo Milo, dankeschön. Hey, thank you. Dankeschön fürs Followen. 1, 2 Polizei, 3, 4 Kräuterbier, 5, 6 gleich hol ich die Hex. Cybersex, war nicht schlecht. Alte Hex, 7, 8, ich hau dich gleich blau. 19, war nicht meine Frau. Okay, bevor ich jetzt gleich wieder einen auf Leviathan mache.
möchte ich natürlich speichern. Da waren wir gerade drin. Das ist Innenräume. Ja, wir sehen das hier. Die Tür hat diese Detail Texture, diese Wand hier. Hat sie auch. Die Bücher haben sie nicht. Der Boden hat sie nicht. Das hier auch nicht. Da ist wiederum eine drauf. Ich hoffe, man kann das im Stream gut sehen. So. Jetzt ist sie weg. Jetzt kommt sie. Und diese Detail Textures, die waren halt Unreal Engine herausragend. Auf diesen Büchern wiederum ist eine drauf. Das sieht saugut aus. Diese Struktur. 19, Zeit zum Schlafen gehen. Wie langweilig. So. Wo ist die Bridge? Build a Bridge. Da waren wir drin. Da will ich gleich rüber. Hier waren wir auch drin. So, speichern. Und hier halt auch einfach was erforschen. Das ist so geil. Zack. So. Hep. Klappt doch. Erdstoß. Ich kann Erdbeben machen oder was? Wie geil ist das bitte? Komm, am besten eine Falle legen. Ja, komm, komm, Jung. Ich darf nicht da runterfallen. Komm näher. Bam. Ich puste dich um gleich. Don't call me on the nerves. Fuck, ich hab nicht die Taste gedrückt. Scheiße, ich war gerade etwas überfordert. Kacke. Erdbeben, was geht denn? Deutschland geht ein Bedum. Da. Ich hab nicht die Feuertaste gedrückt, ich Idiot. So, wir wissen ja gleich, dass diese Pappnase da rauskommt. Also was können wir tun? Wir können hier auf der Seite Sprengstoffladung legen. Und richtig Kabums. Ich dich töten! Ja, sehr, sehr schön, schön. Wo die Schoschonen schon wohnen. Komm rein. Da rauch. Hey! Ja, komm näher. Einfach runterwirbeln. So. Eigentlich kann ich ihn ja voll austricksen. Zack, 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 zack. So, levitieren auswählen. Komm her, komm rein. Und tschüss. Aua. Fuck, ist das knapp. Schon wieder hat der Sprung nicht gesessen. Ja, Mann, Zitadellenmodus. Eigentlich ist das hier Pflichtveranstaltung für alle Retro-LAN-Besucher. Wobei, das hilft nicht so wirklich, aber. Das zu verstehen. Aber weißt du, alle haben so Orcs Must Die gespielt, nur ich nicht. Nur ich kapiere den Modus. Zur Erklärung: Zitadellenmodus. Ich versuche das jetzt hier. Jawohl. Im Zitadellenmodus hat man eine Zitadelle, also eine Basis, die man vor Rundenbeginn befestigen kann mit Fallen, Falltüren, Sperrfallen, also ein Kram. Monster. Monster. Was sind das denn jetzt für Geräusche hier? Das. Da war aber irgendwas nicht in Ordnung. Möge dich das Licht erleuchten. Was zur Hölle war das gerade? Das Einfrieren, Terre Angreal.
Ja, Soundbug, ja, irgendwas stimmt da nicht. Nehmen wir dem Spiel jetzt mal nicht übel. Irgendwer arbeitet da. Vielleicht liegt es mit dem Laden des Safe Games zusammen. Regie! Mikrowelle. Der Zogger. Oder der Zogger, ne? Dieses Dunkelblau ist auf dem Schwarz nicht so geil. Zogger, ne? Genau. Friend. So. Ich denke, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ein bisschen mit gehen. Nokia 3110, sehr gut. Vibrationsalarm. So, wie ist das mit dem... Bams, den hat's gleich zerlegt. Genau solche Sprengfallen kann man dann legen und so Kram. Komm, follow me, schnell, schnell. Genau, man hatte dann eine Zitadelle, die konnte man ausrüsten mit Fallen. Und dann hatte jedes Team ein Siegel. Und dann war das im Prinzip Capture the Flag. Genau. Man musste dann quasi in die Basis des Gegners und das Siegel holen und es wieder zurückbringen. Und wusste natürlich nicht, wo die Fallen sind und wo die Monster lauern. Und das war natürlich immer so ein lustiger Kniff. Genau, aber man braucht halt ein paar Spieler. Man braucht potente Hardware. Ja. Leider, war damals Wheel of Time nicht so der Mainstream-Titel. Ja, und ein bisschen anspruchsvoll für die ganzen Nvidia-Käufer. Und, ja, deswegen ist das heute dann auch immer auf Retroland schwer, dafür Leute zu begeistern. Ich muss immer so ein Video-Tutorial müssen wir mal bauen. Wheel of Time spielen in drei einfachen Schritten. Warte, dann machst du ein Scroll-Ding daraus. Ja. Schritt 1, installieren. Schritt 2, rauchen. Schritt 3, spielen. Schritt 1 wurde bereits erledigt. Oder kannst du dann mit der Büroklammer auch noch Vermerke machen? Der lustig. Karl Klammer. Sie wollen Wheel of Time spielen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hier kriegst du dein Auslaugen in your face. Oh ja, er ist ganz langsam. Das heißt, wir laufen ausnahmsweise gleich schnell. Das Auslaugen ist schon praktisch. Ja, und so viele Zaubershooter gibt's nicht. Ich meine, es gibt ja ganz modern diese Slit-Stimmen, aber das scheint ja auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Außer so ein bisschen Crytek Tech-Demo. Und AMD True Audio ist das ja auch nicht. Lichstimmen klingt wie der nächste Profi-Boxer im Schwergewicht. Lichstimmen gegen Tatum. Now hate him. Nokia empfängt eine SMS. Im Umkreis von 1 Kilometer schmilzt jedes Plastikteil. Im Umkreis von 10 Kilometer gibt es strahlend Tote. Hallo. Okay, im WQHD hast du dir geholt. Also mit 1440p, 29 Zoll. Sehr schön. Ist das dann auch so ein G-Sync oder FreeSync-Gerät? Oder zumindest so ein 120-Hertz-Ding? Oder 144-Hertz? Das muss ja der hippe Scheiß sein. Bin mal gespannt, wenn wir mal das nächste Mal beim RIP sind. Der hat ja auch schon ein 144-Hertz-Gerät. Was sind das für ominöse Stimmen hier? Na, auf einmal stehen die Leute im Gesicht. Hallo. Mann.
kleine Roboter. Ich fand den Hund immer toll. Und den Merlin-Verschnitt. Bei den Helfern? Ja. Wäre doch schön, wenn er jetzt bei der Windows 10 Installation wieder dabei wäre. Ja. Ich sehe, Sie möchten Windows 10 installieren. Darf ich Ihnen helfen? Ja, sehr cool. You asshole. Erdstoß, es geht da ab. Wie lange hält der denn? Physik. Oh shit, ich tu mir selber weh. Wie geil war das bitte? Kinoformat. Ah, 21 zu 9. Ja, nice. Ist auch cool. Soll für Rennscreen. Rennscreen. Rennspiele saugeil sein. Der Magic M hat so ein 21 zu 9 Display. Hat schon geschwärmt, wie cool das für Rennspiele ist. Slow-Mo hat ein 144 Hertz Display, okay. Hallo, wie viel denn noch? Stretching-Probleme bei beiden. Auf 1440p ist eigentlich ja eine 16 zu 9 konforme Auflösung. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Was, wie, wo? Wo willst du mich töten, du? Da oben. Diese Homings gehen sau ab. Das Spiel eigentlich auch den Time-Demo. Modus. Sehen können wir das hier performt. Wobei das ist zu klein wahrscheinlich für den Stream. 70 Bilder. Kann man mit arbeiten. Da oben ist wieder so ein Blödmann. Die reichen nicht bis dahin, oder was? Typ mit seiner Armbrust. Wo kommst du her? Unten ist er jetzt. Sack. Okay, ich habe das Tor jetzt aufgemacht, also kann ich wieder runtergehen. Ja.
Einfach mal hart reinhalten hier. Oh Gott. Ich denke, mein nächstes Display wird dann irgendwann 4K sein. Aber da zieh noch ein paar Jährchen ins Land. Übrigens, unser neues Donation Goal. Unser neues Donation Goal, ja. Also wir sammeln für ein 4K-Monitor. Display, was es noch nicht gibt. Aber es wird tatsächlich ein neues geben. Ich hab gestern im Saturn habe ich mal bei den Fernsehgeräten umgeschaut. Ja. Unter anderem war der 2,15 Meter 4K von Sony, ja. 19.999 Euro. Naja. Sehr entspannt. Da kannst du auch ein Projektor mit passender Anlage kaufen. Was ich lustig fand, 5 cm kleiner in der Diagonale sollte er dann, ich glaube, 6.900 oder 8.999 kosten, also mal knapp die Hälfte, 5 cm in der Diagonale. Was geht ab? Voll Bullet Time. Ach, come on. Die halten aus. Umgepustet. Da brauche ich einen Schlüssel für. Erdbeben ist Verschwendung. Fünf Treffer mit dem Rackwerfer quasi. Okay, hier muss ich einen rausmachen und auf der anderen Seite auch, okay. Bums. Weg bist du. So. Da geht's nicht auf. Was haben wir da? Nichts. Ich muss den Aufzug runter. Gewährleistung ist ja leider nicht Garantie. Um auch mal was dazu zu sagen, ich kann euch jetzt natürlich nicht komplett folgen, ja? Bist du tot? Jetzt. Knochen brechen. Ich dich töten. Frisch Fleisch. Lecker Marklöschen rausmachen. Damn, damn. Ja, hoch.
Nee, Garantie ist gesetzlich gar nicht. Garantie ist eine freiwillige Leistung vom Hersteller. Und ob der jetzt ein Jahr gibt oder 6 Monate oder 3 Jahre, wie es bei CPUs zum Beispiel ist, bei Box-CPUs. Und Gewährleistung hat halt nach 6 Monaten das Problem der Beweisumkehrlast, wo du beweisen müsstest, die Gewährleistung besagt dir ja, dass du ein fehlerfreies Produkt erhältst, wenn du es erwirbst. Was bei Auslieferung frei von Mängeln ist, also auch verdeckte Mängel, zum Beispiel, weiß ich nicht, Rost oder was auch immer. Das Problem ist, nach 6 Monaten musst du beweisen, dass dieser Mangel bereits von Anfang an bestanden war. Gesetzt im Falle, du kaufst einen Drucker jetzt schon... Also, nee, Moment. Du hast einen Drucker im Januar schon gekauft fürs nächste Weihnachtsfest. Und der hat keine Garantie vom Hersteller. Und du packst den aus, ihr klemmt den an vor der gesamten Mannschaft und das Ding macht keinen Mucks. Dann wäre es ein Gewährleistungsfall, den du höchstwahrscheinlich auch beweisen könntest. Das ist ein elendes Diskussionsthema. So, ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Wen kann ich mit meinem Feuerschutz durch das Feuer latschen? Ja, wir haben immer die Diskussion gehabt mit den Kunden natürlich. Wir müssen denen das schon erläutern, was Gewährleistung und Garantie ist. So, ich kann durch das Feuer latschen und bringt es mir was? Im Prinzip schon. Ach, fuck. Das Feuer wird mich aber, glaube ich, gut zurichten. Ja, bei mir war ja alles Learning by Doing. Ich bin ja ein ungebildetes Verkaufsgenie. Mann, macht mir Wheel of Time Spaß, ganz ehrlich. Was mache ich denn an? Also, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor der eigentlich nicht vorhandenen Falling Damage. Ich kann noch levitieren! So. Wingardium Leviosa. Das war jetzt die falsche Richtung. Aber auch schön. Haben wir diese Räume auch nochmal gesehen? Mann, ist das hübsch, diese Kapelle oder was auch immer das ist. Also, wir haben hier Frame Rates. Average 73. Höchste 139. Lowest 39 FPS. Läuft wie die Sau. Hat voll hier 41.584 Frames rendered, stand da gerade. Voll die Benchmark-Statistik. Einen Kunden verlieren geht schneller als einen neuen Kunden gewinnen, natürlich. Darum muss man einfach mal ein bisschen Kulanz gewähren lassen, wenn der Kunde es unbedingt erwartet. Man muss nicht alles durchgehen lassen, aber man sollte einfach mal abwägen. Problem ist, wenn man dann Kollegen hat, die das nicht so teilen. Und die sich dann nicht so nett den Kunden gegenüber verhalten und zack, fertig. Hast du verärgerte Kunden und Beef. Was ist jetzt los? Zwischensequenz. Aus dem Nichts. Ruckelt leider wieder wie die Sau. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Ich schalte mal um. Sie entdeckt ein Paket in einem Wandfach. Und sie legt das Siegel dort rein. Und macht die Klappe wieder zu. Und legt das Buch davor. Klar, wenn es Beef gibt, wird das immer rausposaunt. Wenn man zufrieden ist, dann behält man es halt für sich und ist glücklich. Official Zevot. Thanks for following us. Elaina, Hüterin der Chroniken, ich bete beim Licht, dass du diese Zeilen findest. Ich bedauere, dass ich bei deiner Rückkehr fort sein werde, aber die Angriffe der Verlorenen von außen und von innen zwingen mich dazu, die Verteidigung der Burg zugunsten der Sicherheit der uns anvertrauten Quendelar-Siegel zu vernachlässigen. Hier kann ich niemandem trauen. Wächterin Sephraim hat ihre Trupps versammelt und die vertrieben, die ihre Macht bedrohen.
Ich fürchte, die ganze Halle ist gefallen. Wie du weißt, kann jeweils nur ein Siegel getragen werden. Ich war gezwungen, von den beiden Exemplaren der Burg eines in meinen Räumen zu verstecken. Das zweite habe ich in einem alten Kellergewölbe unter der Burg versteckt. An einem, wie ich glaube, sicheren Ort. Komm so schnell wie möglich zu mir. Diese Terre Angreal werden dich wohlbehalten zu mir führen. Geh in den tiefsten Keller und benütze den Peiler. Die Kraft dieses Artefakts wird dir den Weg zu dem nächsten Siegel zeigen, krasser der Peiler. Zum versteckten Eingang des Gewölbes führt. Ab dort ist der Weg mit Fallen übersät. Das Artefakt Fallendetektor macht dich auf die hinterhältigsten Fallen aufmerksam. Die restlichen wirst du bei deinem Geschick allein bewältigen. Ich hoffe nur, dass dir gelungen ist, das zurückzubringen, was gestohlen wurde. Nie hat die Burg dieses Terre Angreal mehr gebraucht als jetzt. Bersis Kühlschrank. Na, hör mir auf. Wegen 3 Euro, ey. Sie verbrennt den Brief. Ja, endlich Windows 10. Was haben wir durch dieses Bündnis gewonnen? Seit Ishamel das Kommando über uns hat, ist alles schiefgegangen. Wir kommen gut allein zurecht. Die Burg hätte bald uns gehört. Und Ishamel lässt sie um uns herum einstürzen. Wir brachten seine Schergen in die Burg, wie er befohlen hat. Wir verließen die Burg, um nach dem Attentäter zu suchen, wie er befohlen hat. Dann, als unsere Truppen über die ganze Gegend verstreut waren, schickte er seine Armee durch das Wegetor, um uns zu vernichten. Wenn es diese lästige braune Hüterin nicht gegeben hätte, wäre es ihm gelungen. Dem Licht sei Dank, unsere Stadtwache kehrt in diesem Moment zurück. Wer weiß, wann Ishamel wieder angreifen wird? Wenn es nach dem Verlorenen geht, wird es keine Burg mehr zu befehligen geben. Seid ihr etwa unzufrieden? Ihr missversteht eure Lage. Eure Belohnung ist nicht die Herrschaft über diese jämmerliche Burg. Eure Belohnung ist, Ishamel zu dienen, ohne Zögern und irgendwelche Fragen. Wenn er hier wäre und nicht ich, wenn er eure Worte gehört hätte, wärt ihr alle tot. Ihr habt Glück gehabt. Wie ich es sehe, hast du jetzt das Kommando über die Burg Sephraim. Die Emmerlin ist fort, du hast nun das Sagen. Wo sind die Siegel? Siegel, my Lord? Ah, die Burg hat nur 2 Siegel. Eines scheint mit der Emmerlin verschwunden zu sein. Wir glauben, dass sie noch in der Burg ist, konnten sie aber bisher noch nicht finden. Das zweite ist zurzeit im Besitz der Hüterin. Dies ist eure Burg. Könnt ihr euresgleichen nicht im Auge behalten? Könnt ihr euren wertvollsten Besitz nicht beschützen? Ishamel will diese Siegel. Dies sollte eine simple Übergabe sein. Durch deine Inkompetenz hast du alles verdorben. Finde die Emmerlin. Finde die Hüterin, bringt mir die Siegel, die sie haben, und zwar schnell, bevor eure Stadtwache zurückkehrt. Wenn du mich enttäuschst, wirst du den Tod ersehen, den deine Gefährtinnen erlitten haben. Hat sich kurz angehört wie Metroid Prime oder so. Ich denke, es ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Die Arbeit ruft morgen wieder. Es gibt zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Und die einzige, die das ändern könnte, ist die Emmerlin. So schreibt man Emmerlin. Die Nachricht, die sie mir im Geheimfach hinterlassen hat, war ein Trost. Offenbar lebt sie und hat das verbliebene Siegel bei sich. Hoffentlich kann ich mit Hilfe ihrer Artefakte unversehrt zu ihr gelangen. Ich gebe meine in die Hände der Schwestern, denen ich die Bewachung meiner Kammer anvertraut habe. Ein wenig Sorge habe ich allerdings. Fallen, die dazu gedacht sind, Unbefugte aus einem Kellergewölbe der Weißen Burg fernzuhalten, sind bestimmt raffiniert und tödlich. So. Ich hatte Windows 10 auch mal auf einer separaten Platte installiert, testweise. Ich hoffe ja, es bietet einem irgendeine Art von Räumaufinstallation an, aber
Ich denke, meine Hoffnungen nach den ganzen Vorberichten werden sich nicht erfüllen. Machen. So, wir speichern das jetzt hier nochmal separat ab. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen Poll. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen Poll. Kommt wieder ein mysteriöses Spiel hinzu? Nein, Quatsch. Mensch, Wheel of Time. Was ein cooles Spiel. Ich hatte so ein... Ich find's so geil. OBS VCE. Man sieht schon, die ganzen sind viele Fachmänner hier mit am Start. Wir haben jetzt dieses Horn und diesen Peiler und neue Terre Angreal. Uns wurden aber auch einige genommen. Irgendwie haben wir uns gedowngradet. Aber dieses Kellergewölbe dann irgendwann erforschen. Ich freue mich schon drauf. Genießt noch ein bisschen den fantastischen Soundtrack von Wheel of Time. Wir haben unser Goal erreicht. Das ist unglaublich. Danke, danke, danke nochmal an eure Unterstützung. Ich werde dann umgehend weiteres veranlassen, damit wir bald live auch verfolgen können, wie ich einen Streaming-PC zusammenbaue oder so. Mal gucken. Ich möchte es gerne live machen. Ob ich es dann hinbekomme, wir werden sehen. Ich denke aber doch, dass wir das hinkriegen. Und ja, eine angenehme Nachtruhe. Bis demnächst. Mit weiterer Action aus dem Voodoo-Retro-Land sozusagen. Und nochmal danke an den Bersi für seine geile N64-Action. Ich fand, das konnte man super ansehen, weil das N64 ist ja jetzt nicht gerade für seine Bildqualität berühmt. Aber das lief ja wie geschmiert. Und er hat sogar in Diddy Kong Racing ein Level zum zweiten Mal überhaupt in seinem Leben geschafft. Das ist viel wert. Das macht Spaß, sowas. Ja, finde ich auch. War auch ja erstmal der Anfang. Ich denke, wir haben da einen guten Grundstein gesetzt. Und auch dir nochmal danke für deinen tollen Wheel of Time Stream. Und natürlich auch nochmal danke an die ganze Community, die uns so zahlreich unterstützt haben. Wird euch auf jeden Fall zugutekommen. Und wie gesagt, haltet den 8.8. im Auge. Da wird natürlich was ganz Großes auf euch zukommen. Ja, fahrt nicht nach Köln. 6 Stunden irgendwo stehen. Nee. Nee. Bleibt zu Hause. Bleib lieber zu Hause. Da wird sowieso nichts angekündigt. Und anstehen, 8 Stunden für ein Spiel. Komm, da will doch keiner. Komm, lieber den Raviolis beim Zocken zusehen, ne? Genau. Danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss, Iruka. Yeah.